Dann darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Dankeschön. Und Sie recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Lausitzer Füchse. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer. Das ist Dirk Rohrbach als Trainer der Lausitzer Füchse und unser Coach Rico Rossi. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Dirk Rohrbach, ein paar Worte zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Abend. Ja, wenn man die ersten zwei Riesenchancen nicht macht und dann in der Folge kein Tor schießt, dann ist es natürlich schwer, Punkte mitzunehmen. Ich denke mal, das war auch dieser Schlüssel, der heute den Ausschlag gegeben hat. Wir hatten sehr gut begonnen, konzentriert, auch mit den langen Pässen, die wir uns eigentlich vorgenommen haben, agiert und haben eine 1 gegen 0, 2 gegen 0 Situation nicht lösen können, Erzählbares dabei rausbekommen. Und dann war 0-0, dann war die Situation beim Powerplay, wo wir eigentlich auch die Scheibe schon raus hätte transportieren müssen, haben wir nicht geschafft und dann kam in der Folge dann das Tor. Gutes 2-0, hat vorher, wie gesagt, unser Torwart hat sich dann auch verletzt, der war schon ein bisschen angeschlagen und hatte dann noch, musste dann nachher erst so raus. Ich denke auch, beim 2-0 war er nicht ganz Herr der Lage. Ansonsten haben wir natürlich gefightet, noch weitere 40 Minuten, Chancen auf beiden Seiten, war ein ausgeglichenes Spiel. Alles abverlangt, Torhüter stand im Mittelpunkt, kampfbetontes Spiel und wenn wir keine Tore schießen, geht der Sieg auch in Ordnung. Rico, Glückwunsch an deine Mannschaft. Ich denke, die haben auch gefightet bis zum Schluss und wir haben uns alles versucht. Wir haben auch, dann ist Legona ausgefallen. Also wir haben dann mit dem letzten Kader versucht, das Ruder noch rumzureißen. Ist uns nicht geglückt. Selbst bei 6 gegen 5 eine relativ gute Chance gehabt und das MDNet dann das Endergebnis. Ja, ich sag mal, von der Einstellung war ich schon zufrieden. Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, heute hat ein bisschen auch die Qualität gefehlt bei solchen Sachen, wo wir auch sicherlich Überzahlsituationen 3 auf 2, 2 auf 1 haben können, wo wir den entscheidenden Pass nicht auf Schlägerblatt genau gekommen ist oder ein Schlittschuh oder ein Rücken des Gegners oder des Mitspielers. Deshalb ist natürlich ein bisschen die Enttäuschung da, aber die Jungs haben alles gegeben und heute war Kassel etwas besser. Deshalb Glückwunsch schon mal. Danke. Ja, vielen Dank, Dirk Rohrbach. Ich gebe das Mikro einfach weiter, Rico, an dich. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, danke schön. Sicherlich nicht gut angefangen. Erster Wechsel Alleingang, nächster Wechsel 2-1. Nicht, was wir hatten uns vorgestellt. Aber noch das, dann haben wir, wie gesagt, die Überzahl, die Tor geschossen, die nötige Tor, den richtigen Zeitpunkt. Und dann nach dem ersten Drittel hatten wir ein bisschen besser defensiv gestanden. Es ist schwer zu spielen gegen die Mannschaft. Wir spielen mit einem schnell langen Pass und es erlaubt uns, unser Vorchecking nicht wirklich durchzusetzen. Und dann die letzten Dritte mit einem 2-0 Vorsprung haben wir taktisch sehr gut gespielt. Wir hatten kein Risiko genommen und wir haben sehr gut in die Mittelzone gestanden und wir haben keine großen Chancen erlaubt. Und das war sehr wichtig. Wir haben von den Jungs gefordert in einem Meeting gestern, dass für diese nächsten 6 Spiele wir wollen ein gutes Defensiver Spiel liefern. Das haben wir heute mit uns zweiten Shoutout. Wir wollen ein Überzahl, das schlagt in die richtigen Zeitpunkte. Und das hatten wir gemacht, die 1-0, die Siegtor. Und wir hatten gefragt, die Jungs für Secondary Scoring, anderes wie die erste Block-Tor zu schießen. Und das haben wir bekommen heute. So alles, was wir auf die Jungs erwarten, hatten die das erfüllt. So, ich bin sehr froh. Und das ist ein riesiger Sieg für uns. Das ist 5-Punkt-Unterschied zum dritten Platz jetzt. Auch dass wir ein Spiel weniger wie uns haben. Wir haben unsere eigene Zukunft in unserer Hand. Dankeschön. Ja, Rico, du warst vor dem Spiel einmal mehr gezwungen, quasi deine Reihen zu verändern. Du hast Bergi, also Matthias Bergmann, ist zurückgekommen. Dafür hast du mit Sven Valenti und Kai Christian zwei weitere Ausfälle. Die beiden sind krank. Wie kurzfristig musstest du jetzt reagieren auf die Ausfälle? War das noch ein Ding von heute Morgen oder stand das schon länger fest? Ja, Karl Christian hat mir heute am 8.30 Uhr angerufen und die Sven hat mir am 9 Uhr angerufen. So, es hat ein schönes, gutes Frühstück gehabt heute Morgen. Aber wir haben eigentlich, die Bergi ist eigentlich nicht bereit zu spielen. Der hat so lange nicht gespielt. Sein Fitness ist nicht an dem Zustand, wo wir brauchen. Aber der hat den Dienst von der Mannschaft und der hat auch sehr gut gespielt. Wollte ich gerade sagen, dafür hat er keinen schlechten Job gemacht. Das muss man so lassen. Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Das ist eine rhetorische Frage.
aber sie muss gestellt werden, immerhin ist das eine Pressekonferenz. Dann fasse ich nochmal zusammen, das Endergebnis war 13-0, Strafen Kassel 2, Weißwasser 6, sehr faire Partie, das Ganze vor 2874 Zuschauern. Ergebnisse aus den anderen Stadien, soweit sie uns vorliegen. Endstand Starbulls Rosenheim, Entschuldigung, gegen den ESV Kaufbeuren, das ist der Nullus, 4-1. Fischtown Penguins Bremerhaven gegen die Ravensburg Tower Stars, im dritten Drittel steht es dort 6-1. Bietigheim Steelers gegen den EV Landshut, Endstand 6-2. Heilbronner Falken gegen den SC Riesersee im dritten Drittel 1-0. Und einen Endstand haben wir Löwen Frankfurt gegen die Eispiraten aus Kimmitschau 5-6. Für uns geht es weiter am 9.1., das ist der kommende Freitag, 20 Uhr spielen wir in Kimmitschau. Unser nächstes Heimspiel folgt dann sogleich auf dem Fuß. Kleinen Moment bitte noch, dann haben wir es. Am Sonntag, den 11.1., bitte merken, 17 Uhr, bei uns zu Gast dann die Heilbronner Falken. Unseren Gästen wünschen wir immer einen guten Nachhauseweg, sicher Nachhauseweg. Einmal sehen wir uns noch ein Weißwasser und dann schauen wir weiter. Ihnen allen noch einen schönen Abend, macht es gut. Bis spätestens nächsten Sonntag und tschüss.